Es gibt Menschen, die geboren werden blind, taub, stumm und eine Leuchte der Menschheit werden. Ein Beispiel ist Helen Keller. Ein außergewöhnliches Beispiel. Alle Fälle dazwischen. Wir haben also eine Art freie Wahl. Aber auch nur eine Art. Wir haben zum Beispiel die freie Wahl gehabt, ganz freiwillig hierher zu kommen, zu diesem Kurs. Wir mussten aber das gute Karma haben, davon zu hören. Die meisten Menschen, die in demselben Land leben, dieselbe Sprache sprechen, haben nicht davon gehört. Das war nicht ihr Karma. Die wenigen Menschen, die davon gehört haben, haben auch alle nicht gewählt, herzukommen. Die, die freiwillig hergekommen sind, haben eine Wahl getroffen. Und dann, wie sie hergekommen sind, haben sie andauernd eine Wahl treffen müssen. Und manche von diesen Wahlen sind gut und manche schlecht. Die Wahl, die getroffen werden musste, war, sich hinzusetzen und wirklich zu versuchen zu meditieren oder einfach den Gedanken freien Lauf zu lassen. Die Wahl, die man treffen musste, war, mit ganz offenen Ohren und Vorurteilen im Geist die Lehre anzuhören und dann einmal zu erwägen. Oder aber die Lehre anzuhören und zu sagen, das stimmt nicht zusammen mit dem, was ich sowieso schon weiß. Oder aber die Lehre anzuhören, in ein Ohr rein und die andere raus. Oder aber die Lehre wirklich anzuhören und dann versuchen, sich zu merken und dann sogar es eventuell zu praktizieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten, ein und dieselbe Sache auszuwählen für sich selber. Es bedeutet, dass wir in der Karma-Situation, in der wir uns befinden, eine freie Wahl treffen können. Je mehr richtige Wahlen wir treffen, desto mehr Möglichkeiten werden uns gegeben. Es wird verglichen mit Wohnen in einem großen Haus mit vielen Fenstern und Türen. Wenn man viel das richtige Wahl trifft, so hat man viele Fenster und Türen, durch die man die Möglichkeit hat, herauszuspazieren. Trifft man oft genug die falsche Wahl, kann man sich ganz wörtlich in einer Zelle finden, wo die Tür abgeschlossen wird und die erst aufgemacht wird, wenn die Zeit vorbei ist. Die guten und die schlechten Wahlen bedeuten immer, dass das Gute zum spirituellen Wachstum führt, fürs Heil von sich selber, fürs Heil von anderen benutzt werden kann. Die schlechte Wahl bedeutet, dass das Unkraut im eigenen Herzen mehr wächst, mehr Ärger, mehr Aufregung, mehr Unfrieden, weniger Glück, weniger Freude, weniger Geben. Es ist ganz einfach für jeden zu erkennen, denn Karma ist nicht etwas, worauf wir warten müssen bis zum nächsten Leben. Wir brauchen auch nicht zu glauben, dass es nur das ist, was wir von vorher mitgebracht haben. Karma ist im Allgemeinen sofort. Wir benutzen das Wort als die Absicht und das Resultat. Technisch ist das nicht korrekt, aber so hat es sich eingebürgert. Technisch heißt es Karma und Vipaka. Aber das schadet nichts. Sprachgebrauch ist wichtiger. Die meisten Taten, die wir tun in diesem Leben, sind klein.
Ein gewöhnlicher Tag besteht aus Kleinigkeiten. Wie man sich mit seinem Nachbarn unterhalten hat. Wie man über die Mitmenschen gedacht hat. Wie man versucht hat, entweder hilfreich oder abscheulich zu sein. Wie man versucht hat, sich einzufühlen in andere, ihnen zuzuhören oder sie abzuweisen. So geht der Tag hin. Tag für Tag, Monat nach Monat, Jahr nach Jahr. Und dann kommt zwischendurch mal und eine große Sache. Einmal im Leben, zweimal oder dreimal. Wie viele große Sachen passieren denn im Leben? Die Kleinigkeiten haben sofort kleine Resultate. Aber jeder Eimer füllt sich mit Wasser von einzelnen Tropfen. Diese Kleinigkeiten, die täglich passieren, kann man vergleichen mit kleinen Blümchen oder Sträuchern. Die wachsen ganz schnell, blühen ganz schnell und zeigen sich in ihrer ganzen Pracht in sehr kurzer Zeit. Also das Resultat kommt entweder sofort, nächsten Tag und so weiter. Ein Eichenbaum dauert eine lange Zeit zu wachsen. Wenn man also eine große Tat vollbringt, schlecht oder gut, so dauert es eine lange Zeit, bis man davon die Resultate sieht. Der Buddha hat verglichen Karma mit einem Spinnennetz. Der Faden des Netzes ist so verwoben ineinander, dass man Anfang und Ende nicht sehen kann. Es heißt also, dass man nicht das, was einem heute passiert, genau damit zusammenbringen kann, was man einmal getan hat. Obwohl es in den meisten Menschenleben ganz möglich ist, einige von den Resultaten auf eigene Taten zurückzuführen. Wenn man untreu war zum Beispiel, ist es sehr leicht möglich, dass jemand anders einem untreu wird. Und dass man nicht dann dasteht und sagt, wie weh ist mir, sondern das ist das Resultat. Ganz deutlich. Wenn man vielleicht gelogen hat, so ist es anzunehmen, dass man belogen wird. Ob man das genau erkennt oder nicht, ist ganz unwichtig. Viel deutlicher ist, dass wenn man sich schlecht benommen hat, man sich nicht gut fühlt danach. Das ist ganz deutlich. Da braucht keiner erst an Karma und Resultate zu glauben. Da braucht er nur seinen eigenen Gefühlen nachzugehen. Wenn einer seinen eigenen Gefühlen glauben darf, dann weiß er, dass wenn er liebevoll, hilfreich, zuvorkommend und höflich ist, er sich auch demnach fühlt. Ganz einfach. Es könnte gar nicht einfacher sein. Und wenn einer sich ärgerlich und zurückweisend benimmt oder wütend wird, er sich eine Minute später oder eine halbe Minute später schon schlecht fühlt. Viel deutlicher braucht Karma und seine Resultate kaum in einem selber erklärt zu werden. Man braucht keinen Glauben dafür. Man braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen ist es so wichtig, dies zu erkennen, weil man dann aufhört, andere Leute zu beschuldigen. Es kann kein Mensch dafür, wenn man Dukkha hat. Der einzige Mensch, der dafür kann, ist der, der es hat. Es ist nicht, dass es nun sein Schicksal ist, Dukkha zu haben. Das ist unser aller Schicksal. Damit sind wir alle behaftet. Es ist nur die Reaktion, die in einem hochkommt, die das Dukkha einem deutlich macht.